das? Ja. Ja. Na klar. Ja. Ja, klar, mit Morphin, das ist ein. Ja, das kriegst du ja auch nicht einfach so. Da muss er schon dann wirklich mal was haben. Ja, genau. Ja. 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 Ja, ich habe hier vorhin auch schon ein bisschen gesucht, also ich habe es nicht gefunden. Ja. Ja, ich finde das halt auch immer, witzlos oder beziehungsweise halt diese ganzen, weißt du, wenn du erkältet bist, so, weißt du? Dass halt die Leute dann ballern da irgendwie mit ACC und mit, was weiß ich, Aspirin akut und sonst was, weißt du? Das verstehe ich halt immer nicht. Das ist, warum tut ihr eurem Körper so einen Scheiß dann halt an? Weißt du, diese ganzen chemischen Geschichten. Weißt du, geht nach Hause, trinkt warme Milch mit Honig oder sonst was. Na, ich will jetzt nicht wie so ein Biotyp hier rüberkommen, aber das hilft auf jeden Fall genauso gut wie das andere Zeug. So. Ja? Ja. Ja. Und dann höre ich immer so, ja, nimm das, das wirkt Wunder, das ist total super. Also, ich denke so, ja, nee, ey, komm, weißt du, dann kannst du auch dann Bier warm machen oder so und heißes Bier trinken, das hilft genauso gut. Ganz ehrlich. Das ist nix. Nein, kann man nicht, das ist eine Glasscheibe.
wie gesagt, das einzige Mal. Na, hier ist eine Security Door. Das einzige Mal, wo ich halt wirklich mal Schmerzmittel wirklich mal genommen habe für eine längere Zeit, war halt wirklich diese Geschichte halt mit dem Zahn. So. Na. Und das halt auch nur, wo du halt meidest halt zum Einschlafen dann. So, dass man dann irgendwie, wenn man schläft halt, dann irgendwie jetzt nicht so ständig da dran. Ich meine, das war jetzt nicht schlimm, das war jetzt nicht so schmerzhaft, das war halt einfach nur nervig halt. Du hast halt mal gedacht, so, das hat gepocht und sonst was. Weißt du? Und dann, ja, mach mal das und geht besser dadurch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ey. Ja, aber das ist schon wieder voll spät jetzt. Ich. Wir schaffen noch kein Level mehr jetzt. Ja, trotzdem. Hier schießt auch schon so ein Wraith wieder auf uns, glaube ich. Du bist tot. Nee, fast. Wo denn? Doch. Ja, weil ich bin echt. Was? Eine Sniper? Da hinten hängt was. Nee, das ist nur eine. Doch, hier. Hier ist noch eine Tür. Ach so. Gauss Turret. Ja, ja, hab ich. Gumshoe. That's too bad. We're gonna need all the men we can get. War das in der 360-Version auch so, dass man so schnell die Achievements bekommen hat? Ja, ne? Muss er. Hat er bestimmt übernommen, oder? Ja, dann Mickey. Mickey Rourke. Mainz? Warum steht denn da Mainz? Hey, where's the fight at? FSV Mainz. Mainz. Wie er singt und lacht. Son of a gun. Wanna live? Then get your ass out of the street. Wait for me. So, quit. 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 Meine Odyssee mit Sebastian Loeb Rally? Nee, ne? Nee, gar nicht.
Ach so, ich habe das auch mal kurz angespielt und dachte so, oh mein Gott. Ich fand der WRC, also dagegen ist WRC 5, sieht ja aus wie ein Next-Gen-Game. Also ich fand die Grafik erstmal, die ging gar nicht. Ja, der Sound, beim Sound, ja, aber dann muss ich, da muss ich echt sagen, ich meine, die Framerate war okay, das waren also schon fast 60 Frames in der Sekunde oder so. So, also auf jeden Fall konstant. Aber das sah aus wie dahin, also für, das sah ja aus wie ein Xbox 360 Spiel. Das sah jetzt nicht aus wie ein, fand ich, ja. Also wenn du WRC, ich fand ja WRC 5 schon nicht so toll, ne? Grafisch, aber dagegen sieht WRC 5 um einiges besser aus. Obwohl das halt ein neuer Hersteller ist, also ein neuer Publisher. Ja. Ja, das. Nö. Also da muss ich dann auch wieder in den Steuerungen rumgucken und rummachen und. Nur für die Demo hatte ich da keine Lust zu, da großartig da rumzubasteln. Das war zu blöd. Ja. Das ist ein Highlight. Ja. Ja, gut. Für einiges ist es ein Highlight. Oh, ich weiß nicht, wie man diese Spiele 100% machen kann. Ja. Ja. Ja, aber ich bin dem, also da, ich hatte ja auch mal eine Phase mit den ganzen Lego-Games, so Lego Star Wars, dann Lego die komplette Saga, also von Star Wars, ne? Das hat ja auch Spaß gemacht. Und da habe ich halt auch dann hier ganz gerne ein paar Sachen freigeschaltet. Aber es ist halt immer, es ist echt immer dasselbe. Es ist. Lego Marvel, okay, hat diesen Marvel-Bonus so ein bisschen, aber selbst Lego Jurassic World, weißt du, so das ist halt ja, toll. Dann hast du, ja, aber das ist immer dasselbe. Es ist Lego Lord of the Rings, immer dasselbe. Lego der Hobbit. Lego der Hobbit hat dann irgendwie eingeführt, dass du diese Combo-Attacken machen kannst. Aber immer dasselbe. Ich habe mal irgendwie zwei Level Koop mit einem von meinen Söhnen gespielt, irgendwie. Und ich dachte so, nee, komm, irgendwie bin ich da. Ich hatte da eine Phase, fand ich ganz gut, und jetzt bin ich da drüber weg. Und jetzt können die Lego-Spiele, können mir den Buckel runterrutschen. Weiß ich nicht. Ja, sie sind ja vielleicht noch gut, aber die sind nicht innovativ. Sie sind, es ist immer dasselbe. Du hast immer den gleichen Glitch, dass du halt irgendwie noch schnell die Stats da einsammeln willst. Dann kommt eine Cutscene und dann ist in der Cutscene kannst du nichts machen. Und wenn du dann die Cutscene zu Ende ist, dann sind die Stats weg. So. Nur mal als Beispiel, das habe ich zigtausend Mal gehabt, wo ich dann irgendwie im Level noch irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Stats brauchte, um da halt diesen wahren Krieger oder sonst was zu kriegen. Und ging halt nicht und dann sind sie halt irgendwie nach einer Zeit verloren gegangen. Ja. Ja, gut, dann krieg aber erstmal diese ganzen Goldbricks da von wegen oder roten Bricks. Ohne zu cheaten, ohne zu cheaten, ohne die Codes einzugeben. Ja, siehst du, da geht's nämlich los jetzt. Ja.